So, hallo. Ja, Mikrofon schlägt aus. Gerade war noch das Falsche eingestellt. Wir machen weiter. Hoffentlich bei Tears of the Kingdom. Ihr seht da oben die 10% Akkuanzeige. Ich wollte gerade schon vor 20 Minuten anfangen aufzunehmen. Da war die Switch noch so leer, dass sie nicht mal einschaltet. Also, dass sie sich nicht mal hat einschalten lassen. Und dann muss man die mal erst ein bisschen laden. Ich weiß gar nicht, warum die sich jetzt komplett entladen hat. Ich guck mal ganz kurz, was mein Controller-Akku sagt. Aber der sollte, ja, der sollte passen. Das sieht doch soweit ganz ordentlich aus. Gut, wir machen weiter bei Tears of the Kingdom. Wer mich nicht kennen sollte, falls irgendjemand zufällig irgendwann mal auf dieses Video stößt, bei mir wird nichts großartig geschnitten, sondern ihr seht das Spiel einfach so, wie ich es erlebe. Ich habe versucht, die Beschreibung so zu schreiben, dass da alles so ein bisschen erklärt wird, inwiefern es blind ist, inwiefern man mir Tipps in den Kommentaren geben kann und so weiter und so fort. Also bei allen Fragen zum Let's Play einfach mal in die Beschreibung gucken. So, wir haben jetzt alle Voraussetzungen erledigt und können jetzt, wenn ich richtig liege, den Tempel der Zeit betreten. Da müsste es jetzt weitergehen. So, sorry, falls ihr gerade irgendwelche komischen Geräusche hört. Ich versuche noch das Headset ein bisschen richtig zurück. Das sitzt noch nicht so optimal. Es ist jetzt auch schon wieder, ihr habt es vielleicht gerade an der Uhrzeit gesehen, ein bisschen spät. So, aber ich will noch gerne den Part für morgen aufnehmen. Also für heute. Es ist jetzt schon für heute. Okay. Und je nachdem, vielleicht nehme ich dann auch noch einen mehr auf. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich habe mittlerweile das so einen komischen Rhythmus, dass ich teilweise so ein bisschen tagsüber dann schlafe und in der Nacht eher mehr arbeite. Aber ich bin nachts einfach produktiver. Es ist schlimm. Das ist als Lehrer richtig blöd, wenn du so ein Nachtmensch bist. Aber mein Körper will tagsüber einfach nicht. Also in der Schule, klar, ne, das klappt alles wunderbar. Ich will noch mal was probieren. Jetzt haben wir doch den Deckensprung. Müsste ich mit dem Deckensprung jetzt nicht hier irgendwie ganz komisch überall hoch können? Like, wie ging das? L? Oh. Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich nicht hin. Nee, aber mit dem Deckensprung müsste ich doch jetzt da durch die. Ach, jetzt startet er auf dem blöden Ast. Komm, geh runter. So, mit dem. Ah, klettert doch nicht überall hin. Geh bitte einfach vorsichtig runter. Danke. Mit dem Deck. Ach, da ist. Okay, das ist so ein bisschen uneben da oben noch. Das geht dann nicht. Jetzt macht's grün. Oh, okay, Abflug. Wo komme ich jetzt raus? Okay, auf dem Dach. Ja, moin. Oh. Oh, hier kommt man definitiv selber auch noch hin. Spoiler. Okay, das ist ja super interessant. Also hier kommen wir mit Sicherheit noch selber hin. Jetzt ist aber die Frage, wie komme ich wieder runter? Ich habe ja nichts zum Gleiten oder so. Ich will jetzt hier auch keine Cutscene auslösen, die hier vielleicht losgeht, wenn man da irgendwo hinläuft. Aber das ist ja super witzig. Also, weil da hoch kommt man garantiert. Das sah schon aus, wie wenn das was ist, wo man nachher hinkommt. Aber das ist ja witzig. Ja, und ich muss natürlich viel öfter lernen, diese ganzen Fähigkeiten einzusetzen. Natürlich jetzt nicht nicht für so einen Blödsinn hier. Aber ja, da mache ich einen Abflug.
Aber für so andere Situationen, wenn man sie halt braucht. Ja, aber ich komme jetzt nicht mehr. Ich komme jetzt nicht mehr heil hier runter. Das ist ein bisschen suboptimal. Ich lade mal neu. Ich lade mal gerade neu. So. Nee, das Autospeichern ist jetzt nicht so meins. Ich wollte auch was anderes ausprobieren. Ich wollte eigentlich nicht hier schon hoch. Ich habe nicht damit gerechnet, dass man hier schon hoch kann. Und dann einfach oben auf dem Dach landet. Das ist zwar witzig, aber nicht ganz, wo ich hin wollte. Ich wollte was anderes ausprobieren. So. Nochmal nach hinten. Nein. Geh bitte nach hinten. Ja. So, hier rüber. Ja. Hier rüber. Da hinten war doch so eine Brücke, unter der man stehen konnte. Und da ging es doch dann weiter. Und da wollte ich jetzt mal probieren, ob ich da hoch. Genau, hier nämlich. Ob ich da rein Decken springen kann. Na, so. Aber, oh, das ist auch das. Das ist am Ende auch das Dach, oder? Warte mal. Ja, das ist das Dach. Das ist nicht die Brücke selbst. Ja, das ist auch wieder das komplette Dach. Nee, es ist nicht das Dach. Das ist tatsächlich der hintere Ausgang jetzt. Also ich bin überzeugt, dass man hier noch hinkommt automatisch, wenn man da durchgeht. Davon bin ich eigentlich überzeugt. Und vielleicht ist es auch gut, dass jetzt hier noch keine Brücke. Also hier scheint ja irgendwie eine Brücke auftauchen zu müssen. Weil hier kann ich jetzt aktuell nichts tun. Ja. Wahrscheinlich baut sich diese Brücke dann erst zusammen, wenn man da drin was gemacht hat. Da unten ist ein Gewässer. Es wäre natürlich interessant, ob man da runter kann jetzt schon. Aber nee. Wir wollen das ordentlich spielen. Ich lade nochmal. Mich hat es nur interessiert, ob es geht. Das hat mich jetzt interessiert. Wir gehen jetzt ganz normal in den Tempel der Zeit. Keine Sorge. Ich will das Spiel nicht zu sehr austricksen. Noch nicht. Noch gibt mir das Spiel ja schon einen Weg vor. Da möchte ich nichts überspringen, was überspringbar ist. Aber wenn wir dann mal ja, im Hauptgebiet praktisch sind, also wenn wir wirklich uns frei bewegen dürfen, wenn wir sozusagen diesen Anfangsteil abgeschlossen haben, dann gibt es natürlich keine Grenzen mehr. Dann kann man alles ausprobieren. So, aber jetzt gehen wir in den Tempel der Zeit, wie es das Spiel von uns möchte. Let's go. Das sieht schon wieder alles sehr cool aus. Und ich bin echt ein Trottel, ne? Ich sag die ganze Zeit im Spiel so, ja, wie spricht man jetzt diese Sonau aus? Wie spricht man die aus? Wie spricht man die aus? Und Zelda sagt es einfach mehrmals am Anfang. Zelda hat mehrmals den Namen Sonau gesagt. Und ich so, ja, Spiel, sag mir doch, wie man die ausspricht. Also, das höre ich dann immer auf den Aufnahmen, wenn ich mir die nochmal angucke. Ist das dieser Stein von den Kokiri? Soll das der darstellen? Das sieht ein bisschen aus von der Form. Nee, das ist nicht ganz der Stein. Das ist so eine Träne. Das ist jetzt eine von den großen Tränen. Das ist das, wo ich immer gesagt habe, davon gibt es 6 oder 7 Stück. Das ist jetzt hundertprozentig so ein Tears of the Kingdom Ding. Wir gucken mal, was uns erzählen. Aber das ist durchsichtig, das ist. Oh, nee, nee, es reagiert, okay. Und wie es reagiert, hui. Alles klar. Alles klar. Zelda!
Zelda hat jetzt auch verlernt zu reden. Okay. Sie hat wirklich nichts gesagt. War stabil. Haben wir schon wieder eine neue Fähigkeit bekommen oder was ist passiert? Ja. Zeitumkehr. Mit dieser Fähigkeit kannst du die Zeit zurückdrehen, um Platzierung oder Bewegung eines Gegenstands umzukehren. Oh, kann ich damit hinten die Brücke oder so wieder reparieren? Du kannst die Zeitumkehr jederzeit anhalten. Oder nur Sachen, die ich sehe, die dann zurück. Jo, das ist ja wie hier, wie heißt das Spiel? Life is Strange. Kann ich jetzt einfach die Zeit zurückdrehen oder was? Die Fähigkeit, die Bewegungen eines Objektes rückgängig zu machen, man nennt sie Zeitumkehr. Und Zelda ist verschwunden. Auch ich verstehe nicht, was genau hier passiert ist. Womöglich war es ein Echo ihres starken Willens. Aber ich bin mir sicher, dass du diese Fähigkeit nicht ohne Grund erhalten hast. Okay. Jo, einfach Zeitumkehr. Okay, was? Ich meine, wir testen es mal kurz draußen. Ich kann mir denken, dass ich mit den Rädern was machen soll, aber ich will mal kurz hier gucken. Angenommen, ich werfe jetzt was. Ja, angenommen, ich werfe jetzt das Ding. Und dabei geht es nicht kaputt. Egal. Kann ich das jetzt zurückholen? Also wie... Okay. Was muss ich jetzt drücken? Oh, okay. Also das klappt schon mal nicht. Scheinbar. Okay, ich gehe mal weiter an das Ding ran. Wait. Habe ich die nur so weit geworfen oder ist die jetzt doch ein zurückgekommenes Stück weit? Moment, 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 Moment. Wir werfen die nochmal. Die ist doch irgendwo da hinten gelandet. Ach nee, die ist wirklich. Okay, die ist nicht so weit geflogen. Ah, doch, jetzt kann ich sie auswählen. Guck mal hier. Irgendwie. Ah, das kann ich mit der Bewegungssteuerung machen. Zurückholen. Crazy. Okay, ich kann Sachen werfen und zurückholen. Interessant. Aber also ich bleibe in dem Moment stehen, während ich das mache. Und dann muss ich irgendwas auswählen, was sich halt verändert hat. Ist jetzt hier natürlich nichts der Fall. Okay. Sehr interessant. Und mich selbst kann ich nicht zurückspulen, sondern irgendwelche Objekte. Okay, gut. Wir gehen mal rein und gucken uns mal um. Ach ja, und auch das noch. Das habe ich gar nicht so richtig gerafft.
Das ist ja hier auch jetzt als Fähigkeit auch, also als Aktion aufgetaucht, dieses Material werfen. Das ist ja was Spezielles, was mir das Spiel mitteilen wollte, na, dass ich mich erstmal in Wurfhaltung begeben kann und dann richtig werfen kann. Das war ja so gar nicht vorher bewusst. Nee, nicht dich wollte ich jetzt nicht werfen, sondern Material wollte ich jetzt werfen. Na, wenn ich jetzt hier sage, keine Ahnung, wir nehmen mal irgendwas, wovon ich 3 Millionen Stück habe. Ja, wenn ich jetzt so einen Pilz werfen will, ne? Dann, oh ja, toll. Dann kann ich ihn praktisch in die Hand nehmen. Oder auch nicht. Ach, auf den Boden. Ah, ich muss ihn erst hinlegen, okay. Ah, ne, den kann ich ja nicht, den kann ich nicht in die Hand, oder? Kann ich, hä? Ich bin schon wieder dumm, sorry, wartet mal. Da steht wählen R. Ah, ne, ach, das ist. Sorry Leute, ich bin blöd. Ne, in die Hand nehmen kann ich den so nicht. Muss ich das dann so machen? Jetzt in die Du. Ich wollte so einen Pilz werfen. Geht das nicht? Geht es nur mit Sachen, die man wirklich werfen kann? Weil mit so einem Leuchtding geht's ja. Das wollte ich jetzt aber halt nicht. Ja, komm, okay, wir haben 64. Was soll's? So. Und das will ich jetzt werfen. Nee. Nein. Oh, Link. Jetzt wirft er wieder das. Ich will das andere werfen. R in Wurfhaltung. Gedrückt halten. Gedrückt halten. Oh, Moment, Moment. Ich halte das gedrückt, aber. Jetzt! Ach so! Ich gehe. Jetzt habe ich es. Guck mal, das habe ich nämlich gar nicht. Das habe ich gar nicht gerafft. Und jetzt habe ich mir das erst selber beigebracht. Ich gehe erst in Wurfhaltung, dann wähle ich ein Objekt aus. Und jetzt kann ich was anderes werfen. Jetzt kann ich zum Beispiel so einen Leuchtsamen nehmen. Was sind denn die jetzt hin? Von denen ich 64 Stück habe. Und jetzt kann ich den werfen, ohne dass ich einen Pfeil verschwende. Na? Und dann wird's da hell. Okay, ich verstehe. Jetzt habe ich kapiert, wie ich Gegenstände werfe. So. Jetzt legen wir los. Okay, die drehen sich in die falsche Richtung, deswegen kann ich da nicht drauf. So. Beziehungsweise eigentlich kann ich schon drauf. Okay, wir schwimmen erstmal hier hinter. Aber da geht's nicht. Kann ich aus dem aus dem Wasser raus den hier machen? Nein, das geht nur, wenn ich stehe. Okay. Okay, I see. Gut, aber ich soll ja hier sowieso, ups, ich soll ja hier sowieso die Fähigkeit ausprobieren. Ja, weil jetzt kann ich das hier zurückdrehen. Jetzt kann ich praktisch sagen, okay, du drehst dich jetzt in die andere Richtung. Dann springe ich da drauf. Und dann springe ich hier drauf. Und dann stopp. Ah, das hat jetzt auch nur dieses Ding betroffen. Oh mein Gott. Alles andere hat sich normal weitergedreht und nur dieses Ding war anders. Oh, das wird sehr interessant. So, das drehen wir jetzt in die andere Richtung. Und alles andere dreht sich normal weiter. Nur dieses eine Objekt wird verändert. Stopp, ich will hier rüber. Ja, genau hier. Ist hier was? Nee. Und da drüben ist da was? Vielleicht eine Truhe oder so? Könnte ich mir gut vorstellen. Da wird mein Erkundungsgeist schon wieder bestraft. Okay, aber das lässt ja dann nochmal richtig wilde Kombinationen zu, wenn da vielleicht irgendwann mal die Reihenfolge wichtig sein sollte.
ob man eines dann dreht und das andere nicht und dann wieder stoppt, sodass die praktisch dann zusammenpassen, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Ihr wisst, wie ich meine. Okay, das wird sehr interessant. So, ich will hier hoch. Wieso ist der denn jetzt nicht? Das ist jetzt aber nicht meine Schuld. Nein, stopp. Beenden. Und gleich das nächste. Das hat jetzt ja nicht wie Stasis irgendwie so eine Regenerationsding, sondern es geht halt einfach. Aber ich bin da drüben hochgekommen, da müsste ich doch hier auch hochkommen. So, hä? Na bitte. So, hier ist. Ach, hier ist auch keine Truhe. Mann. Jetzt habe ich gedacht, ich kriege hier ein Secret raus. War wieder nix. Okay. Hier ist eine Stadt. Komme ich jetzt schon da hinten raus bei dieser Brücke? Beten. Ist das jetzt wieder dieses Ding so Herzcontainer-mäßig? Zeigt ein mildes Lächeln. Ja, okay. Ja, cool. Gut, sie will nicht, dass ich bete. Reicht das aus? Ja, das habe ich mir gedacht. Also mir fehlt ein Herzcontainer. Das wird mir jetzt gezeigt, dass ich einen Herzcontainer holen kann, ja? Ich möchte ein schönes Frage fragen, ob du der Herausforderung gewachsen bist. Es existiert ja noch ein weiterer Schrein auf dieser... Dann haben wir 4 und deswegen lächelt sie jetzt noch milde, weil wir erst 3 haben. Also es sind wieder 4 dieser Dinge, die ich brauche. Also es ist wieder genau das gleiche wie in BOTW, okay. Und zu dem Schrein, der mir noch fehlt, komme ich aber wahrscheinlich jetzt erst mit der Zeitumkehr. Weil ich habe bisher keinen 4. Schrein gesehen. Ja, ist okay. Zeig mir dein Pura-Pad. Markiert ihr mir jetzt den Schrein oder was? Bisher hat die aber noch nicht. Hätte die schon funktioniert? Ich habe da bisher noch nichts von gewusst. Ja. Ich sehe die blauen Symbole. Okay. Okay, ich kann jetzt an die anderen... Okay, ich kann jetzt wieder ganz oben starten. Ich verstehe. Okay, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. So, die hat jetzt noch keinen Bock auf uns. Gut. Jetzt habe ich so viel Zeit verschwendet mit diesen blöden Rädern, ne? Das ist jetzt auch... Ich dachte jetzt, da ist halt so... Irgendwie so halb... Ne? So halb schreintechnisch. Ich kann Truhen suchen. Das war völlige Zeitverschwendung. Tut mir leid. Okay. Aber man weiß es ja nicht. Ich weiß es doch vorher nicht. So. Gut. Also hätte ich mich vorher auch schon... Moment, Pura-Pet, hier. Ich hätte mich vorher nicht teleportieren können, oder? Jetzt geht das einfach. Hätte ich da... Was? Oh, jetzt sind hier mehr Sachen plötzlich einge... Habe ich das einfach übersehen, dass das geht, oder geht das erst ab jetzt? Weil das ist natürlich super, dass wir uns jetzt teleportieren können. Das habe ich ja schon mal gesagt, wenn wir Schnellreise dann haben. Dann geht hier... Ah, die Crocs sind auch wieder eingezeichnet, natürlich. Dann geht das alles viel besser. Und ja, ich sehe, wo ich hin muss. Also hier ist offensichtlich der letzte Schrein. Dann kann ich mich hierhin teleportieren und alles ist cool. Da ist ein Kapselspender, okay. Und hier hatte ich ja markiert, hier will ich drauf, irgendwie. Ach, da musste ich... Stimmt, das hatte ich gesagt, wenn ich mich nämlich teleportieren kann.
Das hatte ich gesagt. Wenn ich mich teleportieren kann, will ich darüber gleiten. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Das hatte ich gesagt. Wenn ich mich teleportieren kann, will ich darüber gleiten. Jetzt habe ich wieder den Zusammenhang gefunden. Okay, let's go. Weil da unten sind ja gleich die Dinger gewesen, ne? Alles easy. Ka LOL. Seit wann ist das Symbol denn hier? Ach so, so kann ich auch die Karte aufrufen. Hä, das habe ich gar nicht gesehen, dass das. Okay, interessant. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. War das vorher da? Ich zweifle gerade schon an meinem Verstand, ne? War das vorher da und ich bin einfach wieder dumm? Wo, was ist? Ach so, was untersuchen? LOL! Habe ich gar nicht gesehen. Okay, ich muss wirklich meinem Verstand gerade zweifeln. Ist in Ordnung. So, ja. Da nehmen wir jetzt wieder so ein Ding. Mit der Ultrahand. Nee, jetzt verbindet der das. Das wollte ich nicht. Ich wollte es doch nur hier hinlegen. Ach so, ich muss es ja erst drehen. Moment. So rum, genau. Und dann ab dafür. Und dann darüber segeln. Hui. Nein, nein, das andere rüber. Ja, nein. Oh mein Gott, das wird nichts. Ich segel ganz ungünstig. Doch, das könnte klappen. Nein, nicht noch mehr Luft verlieren. Nein. Okay, mit Kombination. Okay, so klappt's. Wenn ich zu blöd zum Segeln bin, dann halt mit Deckensprung-Kombination. Okay. Ja, so, was gibt's denn jetzt hier Hübsches? Man weiß es nicht. Jetzt natürlich irgendwie sehr anti. Ich sag's immer falsch, ne? Klimatisch. Egal. Wenn hier nur Eier wären. Oder halt hier nichts ist. So, es ist einfach voll der Aufwand, hier hochzukommen und dann ist hier halt einfach nicht mal ein Krog oder so, keine Ahnung. Hier ist doch safe irgendwas. Oh, er ist hier. Ein Meer aus Wolken. Ich verstehe, wir befinden uns hier hoch oben in der Luft. Wie du vom Dienerkonstrukt gehört hast, ist dies der Garten der Zeit, wo die Riten unseres Reiches durchgeführt wurden. Seinerzeit befand er sich wohlgemerkt auf der Erdoberfläche. Ein Meer aus Wolken. Okay, da. Alles klar. War jetzt auch nicht so die Offenbarung, das Gespräch. Vogel? Kein Vogel. Okay. Jo, Moment, aber das bedeutet ja, wenn wir noch einen Schrein haben, kriegen wir noch eine Fähigkeit oder was? Oder das ist dann der Schrein, der dieses Zeitmodul nutzt. Das könnte ich mir eher vorstellen. Okay, also wenn hier was ist, dann im Wasser. Ich bin jetzt einmal außen rum gelaufen, da war nix. Das ist ja jetzt ein bisschen enttäuschend. Da ist irgendwas. Das ist irgendein Bauteil. Wait a moment. Nee, ist eine Truhe. Ich bin dumm. Bauteil. Ja, moin. Ist denn hier drin?
großes Sonanium, das erste davon. Okay. Wertvolles Sonanium mit sehr hohem Reinheitsgrad, in dem so viel Energie gespeichert ist, dass es normales Sonanium in Bezug und die Ausgabeleistung bei weitem. Okay, also das würde dann wahrscheinlich die Batterie sehr stark auffüllen. Sehe ich jetzt den Vogel, der da fliegt? Hä, da ist aber ein Schatten und kein Vogel. Scam. Fischi. Okay, das sind alles die Fische, die ich schon habe. Aber kann man ja mal mitnehmen. Sehe ich noch einen? Ja. Okay, doch nicht. Ah, das Wasser. Also, ne, das Wasser sieht schon auch echt wieder sehr schön aus. Das ist schon toll gemacht. Okay, dann denke ich mal, dass das ist, was man hier oben finden sollte. Dieses große Sonanium-Ding. Ja, ist okay. Damit bin ich doch schon mehr zufrieden. Denke, mehr gibt es dann hier jetzt erstmal nicht. Okay, dann haben wir das geklärt, dann kann es auf der Karte weg. So, sehr schön. Ich liebe es, wenn Dinge erledigt sind. Dann porten wir es jetzt hier hoch. Und gucken mal, ob wir da jetzt den letzten Schrein finden. Das ist jetzt wieder ganz, ganz, ganz oben, ne? Das ist ganz, ganz, ganz oben. Also am Anfang, wo wir gestartet haben. Ich weiß, wo ich hin kann. Ich weiß, wo ich hin kann. Oh mein Gott. Ich weiß, wo ich hin kann. Diese Dinger hier drehen sich jetzt richtig rum gleich durch meine Zeit und dann kann ich da oben hin. Okay, jetzt ist der Punkt gekommen. Jetzt ist genau dieser Punkt gekommen. Sehr gut. Oh, ich habe das schlecht gemacht. So, jetzt nochmal. Ja, das. Wieso bin ich zu dumm dafür, da hochzukommen? Du musst das irgendwie anders machen. Wieso kann ich von hier nicht darüber springen? Ja, bitte geht doch. So, jetzt erstmal hier rüber. So. Da drüben scheint nichts zu sein. Nee. Okay. Dann will ich jetzt hier lang. Und hier hoch. Sehr gut. Oh, das dreht sich auch. Ah, die drehen sich alle. Diesmal drehen sich alle, weil sie miteinander verzahnt sind. Okay. So. Jetzt sind wir hier. Und da hätten wir vorher nicht hingekonnt. Jetzt ist nur die goldene Frage, ist das jetzt extra? Also ist das jetzt ein Bonus oder sollte ich hier hin? Okay, hier ist der Schrein, ich sollte hier hin. Sehr cool. Natio-Yaha-Schrein. Dies ist eine Batteriemaschine. Wenn ich Zusatzbatterien für dich herstelle. Zusatzbatterien? Wait, what? Mit einer Zusatzbatterie lässt sich die Gesamtkapazität. Oh! Eine verbesserte Kapazität. Okay. Okay. Erkläre. Herstellung von Zusatzbatterien.
kann man auch so ein Narnium gewinnen. Der Abbau von. Ah, das sind diese Dreiecksdinger. Okay. Okay. Ja, wenn das geht. Okay, es geht nicht. 100. Ja, habe ich verstanden. Okay, das geht noch lange nicht, alles klar. Also hier krieg ich mehr Batterien. I see. So, wir gehen das mal raus. Ah, hier fliege ich dann wieder runter. Sehr geil. Ich mag diese Flugdinger. Es sieht so cool aus. Es sieht so cool. Nee, nicht runter. Ja, das ist unser Anfangsgebiet. Da tümmeln wir uns gerade rum. Und hiervon sind wir vorn, also hiervon sind wir runtergesprungen. Da führt das eigentlich hin, der Weg, den wir vorn gegangen sind. Jetzt mache ich nochmal Folgendes. Jetzt kletter ich erstmal schnell hier hoch. Ich will mal ganz hier oben hin. Ich will mal gucken, ob wir da irgendwas Cooles finden. Da sollte ich ja problemlos hochkommen. Jawollo. So, erstmal eklige Viecher. Ihr könnt mich alle mal. Dann ist hier ein großer Baum. Große Bäume immer. Auch oh, dann halt nicht. Okay. Also irgendwas ist safe hier oben. Es stört mich einfach, dass keine. Ah, okay, eine Truhe. Truhe auch sehr gut. Danke. Dreimal Gleiter, okay, alles klar. Mir scheint ja diese Dinger hier, davon gibt es richtig viel Kram. Also, das macht mir echt große Sorge, dass mich das überfordern wird, je nachdem, wie viel das Zeug es da gibt, was man dann alles kombinieren kann. Und puh. Puh. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was da alles noch bei rumkommt. So, hier ist aber safe auch noch ein Krog. Also es sollte mich sehr wundern, wenn hier nicht auch noch ein Krog auftaucht. So, ich will aber eigentlich meine Axt nicht verschwenden. Nein. Nein. Ja. Sondern dann gehen wir einfach auf die Waffe hier. Es ist ja auch eine Axt. Ich bin blöd. Das sind alles Äxte. Ach, das sind alles Äxte, weil ich überall Steine ran habe. Ja, dann ist es egal. Dann ist es eh wurscht. So, dann nehmen wir die. Dann sind das alles Äxte, mit denen ich gerade kämpfe. Ist okay. Ich gehe gleich da rein. Guck noch kurz hier ein bisschen rum. Ich will immer erst so. Ich weiß nicht warum, aber ich bin so der Typ, der sich immer erst die unoffensichtlichen Sachen anschaut und dann das Offensichtliche. Und bei den unoffensichtlichen Sachen findet man dann doch wieder nichts. Insekten. Okay, dann nicht. Insekten. Ach, da wäre eine gewesen. Ja, zu spät. Ah, wieder einen erwischt. So. Okay, das war tatsächlich nicht so spannend, hier außen rumzulaufen. Muss ich gestehen. Na gut, dann gucken wir den großen Baum. In bevor, ich falle einfach wieder in den Hauptraum runter.
komm, ich erwarte den Krog. Yes. Aha. So muss das. Tschüss. Okay, dann gehen wir nächstes Mal in den Schwein und schauen mal, was dann im Tempel der Zeit passiert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage... Gleich. Tschüss.